Herzlich willkommen beim neuen Vlog for Change. Wir haben lange schon nichts mehr berichtet und haben uns gedacht, jetzt machen wir wieder mal ein neues Update. Helmut war vor kurzem an der TU und konnte unser Projekt dort pitchen im Rahmen von Tu Gutes. Helmut, willst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, es war sehr aufregend, vor einem vollen Lehrsaal zu pitchen. Aha. Vor lauter Informatikern. Es Wie viele Leute waren da? Mindestens 100. Okay. Also es verteilt sich natürlich in so einem großen Raum, aber ich sage mal, so 100 werden schon gewesen sein. Und es war noch ein zweites Projekt, das Refugees Code heißt das. Mhm. Da hat gepitcht und wir, wobei ich die Leute dazu gebracht habe, dass sie dort die Möglichkeit haben zu pitchen. Also cool. Ich habe Refugees Code dort reingebracht. Super. Ja. Und jetzt waren wir dann letztendlich eigentlich in Konkurrenz, aber wir kennen ja keine Konkurrenz, wir kennen nur Kooperation statt Konkurrenz. Ja. Also genau. Es waren genug Studenten da und ich nehme an, es war genug und es war spannend für alle und es waren genug Sachen. Also ich denke mal, also, bin zuversichtlich. Genau, also um es klarzustellen, die müssen sich jetzt entscheiden, ob sie uns nehmen wollen oder nicht. Es können auch mehrere Gruppen sich dafür entscheiden, genau. Ob sie uns im Rahmen dieses Seminars eben als Projekt nehmen und unsere Seite, unsere Plattform Patreon for Change tatsächlich programmieren wollen. Genau, und es sind 5 bis 6 Personen und insgesamt ungefähr 1000 Arbeitsstunden, die im Zuge dieses Seminars von diesen 5 bis 6 Personen ins Projekt fließen. Sie können eigentlich realisieren, was sie wollen in dem Semester. Aber haben halt durch uns eine Inspiration bekommen, etwas in die Richtung zu machen, das auch sicher realisiert wird und dann auch nachhaltig es geben würde. Was ist dein Gefühl? Glaubst du, würde uns jemand nehmen? Also vom Gefühl her bin ich natürlich optimistisch und ich habe auch schon eine Telefonnummer von einem Studenten. Ja, brauchst du nicht herzeigen. Aber ich sage nur so ganz schnell, es gibt diese Nummer und einen Namen und er hat schon mal Interesse gezeigt, mir seine Telefonnummer gegeben und ich gehe mal davon aus, dass sie ein Forum haben, wo er sein Interesse bekunden wird und Leute dazu einladen könnte, zu sagen, hey Leute, ich brauche noch 4, 5 Leute, die mit mir das machen. Ja. Das ist schon mal positiv. Ja, cool, okay. Also TU Gutes, tu Gutes, wir bleiben gespannt und lassen euch natürlich wissen, wenn es da News gibt. Okay. Und jetzt hatten wir jetzt. Ah. Jetzt, schenk mal zu mir. Ja. Wir hatten jetzt gerade, wir stehen hier beim wunderschönen Café Bistro Pierre. Da hatten wir gerade einen Termin mit unserem Designer. Genau, mit dem Dominik. Genau, und haben besprochen, also nachdem ihr den Designvorschlag mit den Händen am höchsten gewotet habt, haben wir ihm jetzt gesagt, wir hätten gerne noch einen Vorschlag, wo das ein bisschen weiter ausgearbeitet ist. Und darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, noch eine andere Designerin einzubinden und das haben wir auch mit ihm jetzt besprochen und wir wollen da mit offenen Karten spielen und ja, ihr dürft gespannt sein, was es noch für Vorschläge gibt von einer zweiten Person und Entschuldige, das war eigentlich dein Part. und macht überhaupt nichts. Und ich habe noch was zu sagen. Wie es mit den Händen weitergeht. Genau. Also für mich war besonders es schwierig, irgendwie, wie gehen wir weiter? Was ist? Ich meine, stellt euch vor, ihr seid genau in der Lage, ihr wollt ein neues Logo für eure zukünftige Firma oder euer zukünftiges Startup oder euer jetziges Startup irgendwie designt bekommen. Habt 3 Vorschläge. Der eine taugt ihm am meisten, der andere taugt mir am meisten und die Community stimmt für noch einen 3. Vorschlag ab. Und dann hat man noch die Möglichkeit, eine weitere Person einzubinden, die dann noch mehr Vorschläge einbringt. Wie macht man das, dass der Prozess nicht zu lang wird? Welches Logo nimmt man? Ist es wirklich so wichtig? Kann man es nicht im Nachhinein ändern? All das sind schwierige Fragen, vor denen stehen wir momentan. Und ganz ehrlich, ich war heute ein bisschen überfragt, wie gehen wir das überhaupt an? Ja. Dass man also irgendwann endlich zu einer Entscheidung kommt, mit der man auch happy ist. Genau, also mir ist ein bisschen an der Geduldsfaden auch einfach gerissen, weil keine Entscheidung ist die schlechteste Entscheidung im Endeffekt dann. Und wir haben uns eben dafür entschieden, okay, wir schauen, dass die andere Designerin noch ein paar Vorschläge bringt, wenn sie das möchte. Wir überlassen das Logo, wofür ihr abgestimmt habt, noch ein bisschen überarbeiten, ob man das nicht ein bisschen besser machen kann. Und
wenn keins von den beiden wirklich dann sinnvoll ist, dann nehmen wir das, wofür wir eigentlich am Anfang waren. Das war die Entscheidung, die wir momentan getroffen haben. Das ist die grün-weiß-rote Version mit dem roten Punkt. Genau. Also schwieriger Prozess, falls ihr da einen guten Vorschlag habt, wie man das besser, einen guten Logo-Auswahl-Design-Prozess starten kann, dann bitte nur her damit. Bin ich immer dankbar dafür. Oder es wird dann noch komplexer. Oder es wird noch komplexer. Oh Gott. Oder bitte nicht her damit. Schauen wir mal. Okay, gut. Mhm. Wir sehen uns beim nächsten Vlog for Change oder beim Siebert-Vlog. Passt. Bis bald. Ciao. Ciao.